Chefin, Chefin, den Ärzte, der so viel Skat durch die Dreske zu den Presse. Das ist ein Roboter, der deine Fest an Putz und Ohren. Steffen, der dir deinen Rasen stutzt. Und Champagner wird bei dir jeden Tag schütten. Und sie ist auf Dauer zum Skalmen da drunk. Und der spielt den Verlangen. Doch du wirst kaputt. Es gibt so. Für das großartige Veranstalterteam, die es geschafft haben, innerhalb von Rekordzeit diesen großartigen Event heute auf die Bühne zu stellen. Und eigentlich noch viel größeren Applaus für euch alle, die es da heute hergeschafft haben, weil ihr habt nicht nur auf beeindruckende Art und Weise unter Beweis gestellt, dass ihr einen großartigen Musikgeschmack habt. Nein. Ihr habt es vor allem unter Beweis gestellt, dass ihr das Herz am rechten Fleck tragt. Und auch wenn der Anlass ein trauriger ist, bin ich mir sicher, dass wir diesen tollen Tag heute lang in unserem Gedächtnis behalten werden. Die nächste Nummer heißt VHS. Mein Leben rennt auf 4-5 und wenn ich auf Fern bin, ich druck grad nur Rewind, Repeat. Doch die Funktion gibt's leider nicht. Es rennt vorüber wie ein Film. Grad auf eure Super 8. Ich würde es beim Aufruf stoppen. Doch das liegt nicht in meiner Macht. Wie eine Eule
jetzt wird's ernst. Wisst ihr, was das da eigentlich ist? Das, meine lieben Freunde, ist ein Fußballplatz. Wie schaut's aus? Haben wir heute Fußballfans auch da? Und wem ist Fußball scheißegal? Man muss immer beide Seiten befragen, das ist wichtig. So, jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Schreibt euch das hinter eure grünen Ohrwascheln. Ein Fußballplatz ohne Bier ist wie ein Häsel ohne Tier. Yeah.
für ein bisschen Bewegung, okay? Von der folgenden sportlichen Unrhythmik, unrhythmischen, unsportlichen Übung sind nur Leute ausgenommen, die frisch knieoperiert sind. Oder deren Knie-OP aufgrund der steigenden Corona-Zahlen jüngst verschoben werden hat müssen. Probieren wir das einmal. Einmal in die Knie gehen, ist nicht so schwer. Nochmal. ORF, wenn du das mitschneidest, dann bitte blend nicht ein Fit mit Philipp, sondern Fett mit Marco. Okay, jetzt wieder ganz. Nein, jetzt geht's wieder. Jetzt müsst ihr unten bleiben. Ich wollte euch nur psychisch darauf vorbereiten, was jetzt passiert, weil jetzt springt das ganze Stadion, okay? Die nächste Nummer ist King of Simmering und es geht so. Okay, das war schon wieder von Tuubier. Wir möchten noch eine letzte Nummer anbringen. Sie widmet sich dem schönsten Ort der Welt. Ah, Entschuldigung, nein, der zweitschönste Ort der Welt. Der schönste Ort der Welt ist nämlich Simmering. Aber der zweitschönste Ort der Welt ist die Wiener Donauinsel. Bevor wir uns schleichen, möchte ich nochmal Danke sagen für diesen wunderbaren Nachmittag. Danke an alle Künstler, die da heute spielen. Wobei, Musiker tun das, was sie tun, nämlich auf einer Bühne stehen und Musik machen. Was mir viel mehr Respekt abverlangt, sind die Leute, die ihre Wohnungen freirahmen und Sachen einsammeln, Hygieneartikel und Kleidung und Geld für die Leute. Die haben sich auch einen fetten Applaus verdient.
Und das will ich euch am Weg noch mitgeben. Insel muss Insel bleiben! Yeah.